Gerade auf dem Mars gibt es ja schon viele Theorien, dieses berühmte Marsgesicht, ne, wurde ja, glaube ich, in den 70er Jahren von irgend so einem Viking-Sonde da entdeckt. Oder Marina, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Und da hat man erst gesagt, ach, wenn das Licht anders drauf fällt, dann ist das eine natürliche Formation. Und dann ist man später wieder drüber geflogen mit besser auflösenden Kameras. Dann hat man doch gesehen, dass die Nase Nasenlöcher hat und dass die Augen Pupillen haben. Das fand ich ganz interessant. Also es spricht schon was dafür, dass dort eben tatsächlich so eine Art Kultregion war, dieser Caidonia-Komplex, besteht ja aus mehreren Pyramiden und die sind alle in geometrischer Anordnung. Also die Abstände, Größen stehen alle in bestimmten geometrischen Verhältnissen zueinander. Ja, da gibt es einen Sirisena, heißt der hat das mal untersucht. Und man hat in der Zwischenzeit auch viele andere Dinge gefunden, so Strukturen, die in den Untergrund führen, alles mögliche Zeugs. Also da gibt es die Stadt, auch Inka-Stadt auf dem Mars oder auf dem Mond. Sagenhaft und sonderbar, 23.06.2024 mit Dr. Walter Andritzky. Herr Andritzky, vielen Dank, dass Sie heute die Zeit genommen haben. Ja, hallo, guten Abend, freut mich. Freut mich ebenfalls. Wir haben schon einige Folgen miteinander aufgenommen. Ging nicht immer um UFOs, ging auch um schamanische Heilkunst zum Beispiel. Das fand ich auch sehr spannend und hat immer Spaß gemacht. In einer früheren Folge haben wir uns bereits über Ihr Buch Pilotensichtungen und UFO-Detektion im cislunaren Raum unterhalten. Nun gibt es eine Zweitauflage, sage ich schon, eine Neuauflage. Teil 2 Ihres Buches ist bereits beim Ancient Mail Verlag Ja. erhältlich. Und wir werden heute vielleicht nochmal auf die Grundidee Ihres Buches eingehen und darüber sprechen, was in der Neuauflage dazugekommen ist. Das Ganze ist ein äußerst spannendes Thema mit vielen Facetten, das ganze UFO-Thema natürlich. Und was mich sehr gefreut hat zu lesen, ist, dass Illobrand von Ludwiger das Vorwort zu Ihrem Buch geschrieben hat. Würde mich gleich mal interessieren, in welche Verbindung standen Sie denn mit Herrn Ludwiger? Also, ich habe ihn persönlich getroffen ein einziges Mal und das ist schon sehr lange her. Das war auf einer DeGufo-Tagung im Jahr 2010 war das, glaube ich, in Bad Kreuznach. Da hat er einen Vortrag gehalten über die Wechselwirkungen von UFOs, ne? Und das war das einzige Mal. Danach hat er sich ja von der MUFON-CES getrennt und den eigenen Verein gemacht. Und seitdem habe ich ihn eigentlich persönlich nicht mehr gesehen, natürlich nur über seine Publikationen. Und ja, war damals auf die Idee gekommen, da er halt allgemein bekannt ist, dass ich ihn da nach dem Vorwort frage, was er dann freundlicherweise auch geschrieben hat. Ja, so kam das. Also persönlich habe ich kaum Kontakte mit ihm gehabt. Da konnten Sie sich kaum einen besseren Mann holen für das Vorwort, glaube ich. Ja, natürlich. Ich habe ja die früheren Veröffentlichungen von ihm auch gelesen und diese MUFON-Berichte und das war natürlich auf bestem Niveau für die damalige Zeit. Absolut. Ja. Ja, hat ja viel publiziert, viele interessante Sachen. Gibt es denn was an Illobrand von Ludwigers Arbeit, mit dem Sie sich gar nicht identifizieren können, wo Sie sagen, damit gehe ich nicht konform? Insgesamt nicht. Nein, er hat ja sehr, also in gewisser Weise immer sehr konservativ gearbeitet und ja, versucht, empirische Daten zu sammeln, Korrelationen herzustellen, Statistiken aufzustellen und all diese Sachen. Das ist ja das Beste, was man machen kann. Ne? Er hat sich am Schluss in seinem letzten Summary-Artikel in dem letzten Jahrbuch, da hat er einfach frei von der Leber sozusagen zu dem ganzen Thema geschrieben. Und hat sich da bei manchen vielleicht ein bisschen unbeliebt gemacht. Aber alles, was er da schreibt, ist, man muss ja auch mal irgendwann ein Resümee ziehen, nicht? Wenn man sich immer nur auf Pünktchen am Himmel gucken und sehen, ob es jetzt ein Flugzeug oder ein Ballon war, dann läuft das Thema ja irgendwann auch tot. Man will ja auch mal ein Resümee haben. Was ist denn nun? Gibt es Entführungen? Was hat es mit den Objekten auf sich? Wie kann man sie vielleicht sogar wissenschaftlich erklären? Mit dieser Theorie von dem Burckhardt Hai, mit dem hat der Hillebrand von Ludwiger sich ja sehr viel beschäftigt. Das hat er da zusammengefasst und das finde ich vollkommen legitim, ne? Dass man auch mal etwas schreibt, was jetzt nicht nur aus Zahlen, Daten, Fakten und Fliegenbeinzählen besteht, ne? Ja. Das muss ja auch mal sein, sonst macht die ganze Sache ja keinen Sinn. Richtig, das muss sein. Das ist, wie ich vorhin angesprochen habe, es ist ein Thema mit vielen Facetten. Und
Es gehört dann am Ende trotzdem alles irgendwie zusammen, ne? Diese ganzen fantastischen Phänomene, die noch um dieses Licht am Himmel, wie Sie es gesagt haben, noch sich rumdrehen. Spannend, das Ganze. Ein Thema, das mit den Pilotensichtungen aktuell nur bedingt verbandelt ist, sind die Geschehnisse in den USA in Bezug auf das Disclosure-Thema. Wie betrachten Sie das Ganze im Moment? Ja, das geht voran. Ne? Da kommt immer wieder ein Whistleblower, der etwas behauptet, was er gesehen und erlebt hat. Ich weiß nicht ganz, wie man das einschätzen kann. Also ich hatte ja gesagt, ich war öfters jetzt in Südamerika und habe da die Entwicklung mitverfolgt. Und man muss ja wissen, dass in allen südamerikanischen Regierungen sitzt der CIA drin. Ja, die sind alle von Amerikanern bis aufs Kleinste kontrolliert. Ne? Alleine schon früher aus der Zeit, wo es gegen den Kommunismus ging. Ne? Da gab es ja überall die sozialistischen Bewegungen und da wurden Regierungen gestürzt, noch und nöcher Diktatoren eingesetzt. Also Südamerika ist vom CIA beherrscht, schlicht und einfach. Da macht keiner etwas, was ihnen nicht erlaubt ist. Und da gab es natürlich, was die UFOs angeht, in einigen Ländern eine Entwicklung, dass man versucht hat, das ernsthaft jetzt von den Luftwaffen eigentlich her zu untersuchen. Das war in Argentinien eine Einrichtung, in Chile und in Ecuador und Peru. Es waren ja nicht alle südamerikanischen Länder, waren nur einige. Und dort ist es so, dass so seit 2019 die Entwicklung wieder rückläufig ist. Ja? Also was vorher freigegeben wurde, was man teilweise auf den Homepages angucken könnte. Ich nehme nur mal Beispiel Chile. Da konnte man den Sprechfunkverkehr zwischen Piloten und Air-Traffic-Control verfolgen. Das wurde eins zu eins aufgezeichnet und veröffentlicht. All diese Sachen sind in der Zwischenzeit wieder verschwunden. Die haben heute ein Berichtswesen, was nur die sogenannten gelösten Fälle präsentiert. Also nur, wo sie sagen können, das war jetzt ein Ballon, das war ein Insekt vor der Linse, das war eine Linsenspiegelung oder irgendwas. Nur das wird veröffentlicht und das sind zum großen Teil halt, es ist sicher interessant im Einzelfall, aber im Grunde genommen ist es albern. Es ist Kikifax, was die Sache überhaupt nicht weiterbringt, weil sie sich halt nicht auf die Fälle konzentrieren, die wirklich ein bisschen komplex und vielgestaltig sind. Sie machen im Grunde genommen nur Video- und Fotoanalyse. Das ist das, worauf sie sich beschränken. Ne? Und die können sie zum großen Teil oder zu 100%, die betonen beide, sowohl in Chile wie in Argentinien, dass sie zu 100% alles erklären können. Alles andere sei Mystik, hat der Neue erzählt, der Bustamante. Das ist der neue Leiter von der CEFA, so hieß das in Chile, heute heißt sie SEFA, SEFAA. Und ist jetzt dem Kommunikationsabteilung des Luftfahrtamtes dort unterstellt. Ne? Das heißt, es geht heute um Public Relation. Also die UFO-Geschichte wird praktisch als Außendarstellung, was man den Journalisten erzählen kann und nicht mehr als eigentliches Forschungsthema dargestellt. Also das ist eine rückläufige Entwicklung. Und deshalb vermute ich, dass das Ausfluss ist dieser nordamerikanischen Sachen. Die sehen für uns wie Disclosure aus. Ja, wird also immer wieder ein Steinchen gesagt, dürfen die Piloten jetzt öffentlich sagen, es soll nicht mehr stigmatisiert sein, das ist alles gut. Das sind alles kleine Fortschritte, wenn man so will. Aber insgesamt ist meine Theorie, dass man etwas freigibt, um das Geheimnis zu bewahren. Ja, also man gibt sozusagen etwas Futter. Ja, alles stürzt sich jetzt drauf, was da erzählt wird, ja, und denkt, oh, jetzt geht's aber flott voran. In Wirklichkeit geht überhaupt nichts voran, denn wenn man guckt, was die Piloten sagen, das sind alles Sachen, die seit 50 Jahren bekannt sind. Da ist keine einzige wirklich neue Information dabei, was da rauskommt. Ne? Mit Ausnahme von der Theorie oder von Erzählungen, dass es eben man-made UFOs gibt. Ne? Da gibt es diesen berühmten Michael Herrera, der diese Geschichte da in Indonesien erzählt, wo dies also zu kriminellen Operationen man-made UFOs eingesetzt werden. Und das ist natürlich durchaus interessant. Wenn sich das als wahr herausstellen sollte, dann wäre das ein echter Fortschritt, ja. Können Sie darauf kurz ein bisschen genauer eingehen? Ja, das ist eine Geschichte von einem Marine, der war im Jahr 2009, da war doch diese große Tsunami-Katastrophe im Pazifik, ne? Und da war ja Teile der indonesischen Küste waren ja völlig überschwemmt mit, glaube ich, insgesamt 200.000 oder 300.000 Toten auf allen Seiten. Und da sind die hingeschickt worden,
um der Bevölkerung jetzt also eine Hilfslieferung zu machen, einfach Unterstützung. Und in dem Zusammenhang sind die eines Abends über so ein Küstengebirge drüber gefahren oder Hügel. Und als sie über den Hügel drüben sind, sehen sie vor sich auf der Straße eine Plattform, und über der Plattform schwebt ein UFO, was sie auf ungefähr 100 Meter Durchmesser geschätzt haben. Und man hat gesehen, wie da Lastwagen hingefahren sind und dass da Container eingeladen wurden in dieses Objekt, ne? Und als sie so dabei waren und auch Fotos gemacht haben, plötzlich tauchten also eine Einheit auf, ohne irgendwelche militärischen Abzeichen, und haben gesagt, die sollten da sofort verschwinden. Und einem haben sie, glaube ich, sogar eine Schlinge um den Hals gelegt. Also die waren kurz davor, dass sie die umgehört. Die haben den richtig, also übelst Angst gemacht. Und ja, da mussten die natürlich wieder abhauen, ne? Und dann haben sie aber noch gesehen, wie dieses Objekt dann aufgestiegen ist und dann blitzartig Richtung Meer verschwunden ist. Das war der letzte Eindruck. Wow. Und das wäre jetzt ein, ja, das wäre jetzt ein Fall, wenn diese Sache, ich finde ich die interessanteste eigentlich von allen, was man da gehört hat. Wenn sich das bewahrheiten sollte, dann ist das natürlich ein echter Fortschritt, ne? Wie auch die anderen Berichte, dass die Sachen eben in der Luftfahrtindustrie schon seit langem nachgebaut werden, ne? Ja, seit vielen, vielen Jahrzehnten im Seit vielen Zweiten Weltkrieg. Jahrzehnten. Ja. Aber das sind ja alles nur so einzelne Sprüche oder Berichte von Stephen Greer. Der hat ja einige Beobachtungen von einem Mann, der da in der, glaube ich, in der Norton Air Force Base war und wo in einer Halle drei von diesen Apparaten über dem Boden schwebten, wie der Augenzeuge das berichtet hat, ne? Also das sind immer so einzelne episodische Hinweise darauf, dass es das eben schon lange gibt, ja. Ja. Wenn sich das jetzt verdichtet und zum Beispiel, was der Michael Herrera da gesagt hat, wenn wir das jetzt von anderen Seiten auch noch bestätigt bekämen, dann wäre das sicher ein Stück Disclosure, aber von einer ganz anderen Art, als man das erwartet. Also nicht, dass es Aliens hier gibt, sondern ein Disclosure, dass wir die Dinge seit langem nachbauen und auch sozusagen zu kriminellen Einsätzen verwenden. Denn er hat gesagt, diese Geschichten werden verwendet, um bei Naturkatastrophen herrscht ja ein unglaubliches Chaos, und da kann man mühelos Menschen verschwinden lassen. Ja? Ob da in einer tot ist oder verschwunden, das weiß man dann nicht so genau. Und die machen dann so Menschenhandel-Operationen, fliegen also diese Dinger dahin, entführen Leute in diesem ganzen Chaos und verschwinden wieder, ne? Das war das, was der Michael Herrera als Vermutung gesagt hat, warum sie das machen. Also nur um es nochmal genauer auszudrücken, also wir reden jetzt nicht von Alien-Entführungen, sondern von Menschen, die Menschen entführen, ja. Menschenentführung, genau. Das wär ein absoluter Hammer, wie Sie es gesagt haben, ja. Das, also unvorstellbar. Es wäre das eine, wenn man herausfände, dass natürlich diese im Zweifel außerirdische Technologie schon lange hier ist und man vielleicht daran forscht. Es wäre natürlich eine andere Hausnummer, wenn man herausfände, dass sie schon eingesetzt wird, dass sie schon einsatzfähig ist, seit vielen Jahrzehnten vielleicht sogar, und benutzt wird für diverse Dinge, dass man sie schon ausgeforscht hat vielleicht und oder Das ist es. weiterentwickelt. Ja, das ist auch ein Kapitel, was das Buch jetzt ausmacht und erweitert. Ich habe das etwas erweitert um das Thema geheime Weltraumprogramme. Also gibt es die, kann es die geben oder nicht? Und da spielen diese Fragen natürlich die entscheidende Rolle, denn wir können kein Weltraumprogramm machen, wenn wir kein UFO bauen können. Und ja, und das kann man zurückverfolgen, auch schon praktisch bis 1947, wo der Roswell-UFO geborgen wurde und in der weiteren Folge eben viele andere auch, ne? Da gibt es ja die Geschichte. Ich habe einen kleinen Exkurs gemacht über diesen Philip Corso, ein Air Force-Mann, der 61 ein Büro hatte. Und dieser Büro stand eine Kiste mit Bruchteil, also mit Absturzmaterial aus Roswell, ne? Da lagen unter anderem, waren da Augenkappen drin. Die Aliens haben ja diese schwarzen Dinger hier vor den Augen, ne? Und die haben sie dann noch in dem Hospital, wo die untersucht wurden, haben sie die per Zufall mal gegens Licht, also in der Dunkelheit, hat ein Arzt die hochgehalten, und dann hat er plötzlich Leute im Gang gegenüber herumlaufen sehen, weil die praktisch also jetzt Nachtsichtgeräte waren, also diese Augenkappen. Da konnte er also sehen, dass da in dem Krankenhaus im Gang gegenüber läuft. Und so wurde das entdeckt, ne? Und wurde dann in die Industrie eingespeist, um Nachtsichtgeräte zu bauen, ne? Wow. Das Handelt hat es ja sich dabei um organisches Material oder war das künstlich?
Das weiß man nicht. Was das jetzt tatsächlich war, weiß man nicht. Man weiß nur, dass die dann eben, die haben das an, nach, wie heißt die Einrichtung? Fort Belvoir, so hieß die Einrichtung. Und dort hat man sich schon, also die Nazi-Techniker haben sich auch schon mit Nachtsichtgeräten beschäftigt. Und die hatten sie dort schon, haben daran gearbeitet. Und jetzt kam sozusagen dieses Material von Roswell rein. Und dadurch waren die schon spezialisiert auf Nachtsichttechnologie. Und haben das praktisch eingebaut dann. Wie logisch klingt das denn für Sie, die Idee, dass diese Idee der Nachtsichtgeräte vielleicht von dieser Technologie abstammt? Man kann es nur glauben oder nicht. Man müsste jetzt nach Fort Belvoir gehen und einen Wissenschaftler auftun, der dort gearbeitet hat und davon erzählt. Soweit ich weiß, zitiert der Corso auch einige davon. Also das hat schon alles Hand und Fuß, dass nichts jetzt frei dahergeredet ist. Mhm. Und dass die dort tätig waren, das sind ja rein industriehistorische Sachen, die kann man ja nachvollziehen. Welche Geräte wurden wo entwickelt? Das weiß man ja, ne? Man weiß, dass die Bell Labs die ersten Transistoren gebaut haben in den 50er Jahren. Und das ist das zweite Teil, ne? In seinem Kasten war auch ein kleines Teil, ein quadratisches Teil drin. Da hat er gesagt, das sah aus wie eine plattgeklopfte Spinne. Also mit vielen kleinen, hauchdünnen Beinchen nach allen Seiten. Also sowas wie ein Chip eben, ne? Wie wir heute das von den Chips kennen. So sah das aus. Und ja, das hat er dann eben auch in die entsprechende Industrie, die damals schon damit beschäftigt war, diese Bell Labs, denen übergeben. Und die haben dann eben da den Transistor daraus entwickelt. Ja. Also das kann man schon ungefähr, kann man offenbar relativ gut nachvollziehen. Eine weitere Geschichte ist, dass man die Außenhaut von diesem Roswell-UFO studiert hat. Und da hat man festgestellt, die ist aus hauchdünnen Fäden gewebt. Also es ist nicht, man denkt, das ist so ein gegossenes Metall, sondern es ist mehr aus hauchdünnen Fäden gewebt. Und aus diesem Material, das hat man dann an, glaube ich, Dow Chemical gegeben. Und die haben daraus das Kevlar entwickelt, also so superfeste Kunststofffäden. Ja, und das ist auch gar nicht abwegig, denn ich war mit meiner Tochter vor ein paar Jahren, sind wir bei Boeing in Seattle gewesen. Und da kann man eine Werksführung machen. Und da kann man interessante Sa Dinge sehen, zum Beispiel wie ein Leitwerk von einem großen Boeing-Passagierflugzeug aus Kohlefasern gewebt wird. Das sieht unglaublich aus. Da flitzt eine Maschine, so schnell können sie kaum gucken, zack, 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 fährt die hin und her. Und so wird praktisch dieses Kohlefaser regelrecht gewebt, diese Struktur. Ja, das ist dann super fest wie Metall. Ne? Aber viel leichter, das ist der Witz von. Ne? Wow, das ist äußerst interessant. Genauso diskutiert man in dem Kontext über Glasfaser zum Beispiel auch, ne? Das vielleicht Das gleich ist eine andere Geschichte. Die Glasfaser war eine andere Sache, die auch in der Kiste drin lag. Und der beschreibt, wie sie das entdeckt haben. Also er hat das Zeug da rausgenommen und dann hat er plötzlich gemerkt, dass das Licht von seiner Bürolampe fiel auf ein Ende von diesem Draht und dann kam das Licht aus dem anderen wieder raus. Und so ist er drauf gekommen, dass dieses Licht innerhalb von dieser Faser also durchgeleitet wurde. Ja, das war im Grunde genommen Zufallsentdeckung damals. Wow. Ja, Ja. das sind spannende Infos zum Thema Roswell, die mir jetzt so noch nicht bekannt waren. Ich meine, ich habe diese Basic-Infos natürlich zum Fall und teilweise aus dem englischsprachigen Raum noch ein bisschen tiefere Infos. Das habe ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt, dass diese Sachen da in dieser Das Kiste sind sind. eben Sachen, die der Corso, ich meine, manche Leute sagen jetzt wieder, der Corso hat da irgendwie Quatsch erzählt. Das sehe ich überhaupt keinen Grund für, weil das auch erstmal von anderer Seite bestätigt wird und auch in sich vollkommen schlüssig ist. Ich weiß nicht, was da der Corso in der Beziehung, was diese Fakten angeht, was er da falsch gesagt haben soll. Also das erschließt sich mir nicht, aber keine Ahnung. Sehr spannend. Ja. Verschaffen wir uns doch kurz noch mal einen Überblick über die Grundidee Ihres Buches. Um was ging es Ihnen dabei im Kern? Im Kern geht es eigentlich darum, dass ich diese Beschäftigung mit den visuellen Sichtungen, die wir hier vom Boden haben, die finde ich einfach, fand ich immer schon sehr unbefriedigend. Wir haben tausende von Fällen, ich erlebe das ja ständig mit, auch gerade bei der GEP, wo wir praktisch täglich Meldungen bekommen, wo einer eine Beschreibung macht, er ist abends mit dem Hund spazieren gegangen und plötzlich kam ein Licht und ist dahin geflogen, ist umgedreht, rauf und runter, wieder weg, ja.
Hunderte dieser Sichtungen jedes Jahr und man hat das Gefühl, daraus ergibt sich kein großer Erkenntniszuwachs. Ne? Die können tatsächlich zum allergrößten Teil aufgeklärt werden. Und ich frage mich immer, ob es wirklich die Arbeit wert ist, sich so umfangreich damit mit diesen Pünktchen zu beschäftigen. Ne? Aber das ist strittig. Die einen sagen halt, das ist unser Alltagsgeschäft, das müssen wir so machen. Ich hatte halt die Idee, dass die Piloten, die weiter oben operieren, dass viele sozusagen Irrtumsmöglichkeiten, was UFOs angeht, die fallen einfach weg. Also eine Partylampe oder ein Insekt, was vor der Kamera rumfliegt, das gibt es halt auf 12.000 Meter nicht. Ne? Das heißt, das, was Piloten sehen, hat grundsätzlich schon mal eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass er etwas Bedeutsames sieht, als von der Erde aus. Es gibt auch bei Piloten natürlich viele Irrtumsmöglichkeiten, ne? Gerade was Entfernungen angeht, ist sehr nachts noch schlimmer, nicht Lichter. Entfernungen sind sehr, sehr schwer zu schätzen, wie weit so ein Licht jetzt entfernt ist. Ne? Ob es klein und nah ist oder groß und weit entfernt, das ist kaum einschätzbar. Da kann man natürlich viele Fehler machen. Aber grundsätzlich sind natürlich, wenn da ein Licht herumzuckt oder am Flügel in 3 Meter vorbeifliegt, ist natürlich ein wesentlich gehaltvolleres Datum, als wenn der Fußgänger einen Lichtpunkt am Himmel sieht. Ne? Das ist mal die Grundüberlegung, ne? Dass die Sichtungen einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ein etwas Bedeutsames, tatsächlich Bedeutsames zu entdecken, als das vom Boden aus erfahren ist. Ne? Und die zweite Etage wäre darüber logischerweise die Astronautenebene. Ne? Also da haben wir ja drei Ebenen. Einmal den Low Earth Orbit, so bis 1200 Kilometer ungefähr Höhe. Dann haben wir den mittleren bis, weiß nicht, wie weit der geht, 2000, 3000 Kilometer. Und dann haben wir den geostationären auf 36.000 Kilometer. Das wären so diese Stufen, wo unsere Bodenradargeräte noch hinreichen. Also was sich dort abspielt, kann vom Boden per Radar zumindest noch erfasst werden. Ne? Und darüber, das wäre jetzt halt der Titel vom Buch, der cislunare Raum. Der cislunare Raum ist der Raum zwischen geostationärem Orbit, also 36.000 Kilometer, bis hin zum Mondorbit. Der Mond eiert ja bekanntlich, der fliegt zwischen 380 und 420.000 Kilometer Abstand, hat ja keinen runden Orbit um die Erde. Was dort passiert. Und dieser Raum, der soll ja jetzt in Zukunft von der Space Force, also bei den Amis zumindest, wie es bei den Chinesen und Russen ist, weiß ich nicht, die werden etwas Analoges haben, soll dieser Raum ja überwacht werden, weil er ja zunehmend auch militärisch und überhaupt interessant wird durch die ganzen Mondflüge. Wir haben ja alleine bis 2030 ungefähr 30 Mondmissionen geplant. Ne? Von Amerikanern, Russen, Chinesen, ja, ne? Also alle zusammen. Und da wird dann Treibstoff produziert, da sollen Mining-Aktivitäten, also Minensachen, da sollen wertvolle Stoffe hin und her transportiert werden. Das Ganze muss alles geschützt werden und kontrolliert werden auch, was da rumfliegt. Und das hat sich eben die Space Force zum Aufgabe gemacht. Nur ist das Volumen, man muss ja immer vom Volumen aus denken. Welches Volumen muss ich kontrollieren? Das ist um die Erde schon sehr groß. Bis zum geostationären, 36 ist schon gewaltig, aber bis zum Mond kann man ausrechnen, ist das 1053-fache Volumen, was in Zukunft technologisch überwacht werden müsste. Das ist natürlich gewaltig. Ne? Da gibt es auch schon Pläne für mit so autonomen manövrierenden Vehicles und Kameras, die jetzt also nicht zur Erde, sondern die zum Mond hingucken und lauter solche Sachen, ja. Das ist Planungen, das ist zurzeit alles Planung, aber das wird sich im Laufe der Zeit umsetzen. Und diese Technologien werden dann natürlich auch, werden dann natürlich zwangsläufig auch alles mit erfassen, was da rumfliegt an UFOs. Ne? Geht gar nicht anders. Geht gar nicht anders. Klingt alles wie Science Fiction noch so ein bisschen. Sie sagen, dass über 30 Missionen geplant sind Richtung Mond mit Ja. Mining-Aktivitäten und dergleichen. Das klingt alles wie Science Fiction, aber das wird alles wahr werden, da bin ich mir ganz sicher, ja. Das können Sie im NASA-Bericht alles nachlesen. Also da ist genau beschrieben, welche Mondfahrzeuge da rumfahren werden. Die werden 30 Tage autonom in einem Mondfahrzeug da rumfahren, ne? Mit kompletter Sauerstoffversorgung, Verpflegung und so weiter. Das ist alles im Detail schon
geplant. Das ist jetzt keine, also überhaupt keine, es wird eigentlich jetzt abgewickelt, ja. Das wird jetzt abgewickelt. Da ist nichts mehr Neues zu erwarten, sondern die Pläne, die stehen dafür, auch um dieses, um den Mond rotierende, wie heißt das, dieses Modul, was um den Mond rumfliegt, wo sich die Astronauten dann aufhalten können und mal ein bisschen aufwärmen oder vergnügen können oder was auch immer. Ne? Und es geht ja viel weiter noch. Es ist ja auch geplant, dass um den Mond rum, so wie um die Erde, ein GPS-System gemacht wird, was es, glaube ich, zum Teil sogar schon gibt. Also Satelliten, die jetzt den Mond umkreisen, um dort ein Navigationssystem zu haben. Denn wenn die mit ihrem Mondrover da rumfahren, haben die ja das gleiche Problem wie wir. Die wissen nicht, wo sie sind. Die müssen ja zu ihrer Basis wieder zurückfinden und dazu brauchen sie praktisch auf dem Mond auch ein GPS. Da stehen ja keine Autobahnen mit Pfeilen, wo sie langfahren sollen. Das gibt es ja nicht. Deshalb müssen die manövrieren können da oben. Und da ist also eine technologische Infrastruktur, die ist gewaltig, ja, die jetzt schon in Konstruktion ist und also von O2, wie heißt die Gesellschaft? Ja. Naja, die haben jedenfalls schon so ein Gerät auch gemacht, was autonom manövriert mit Kamera und was dann jedermann auf seinem Handy hier verfolgen kann. Da können Sie also auf Ihrem Handy gucken, wie wie dieser Rover da wie der rumfährt. Ne? Also das ist so das, was in absolut nächsten 10 Jahren kommen wird, alles. Und da wird man natürlich viele Dinge sehen und auch dieses Disclosure ist meine Theorie, hat auch damit zu tun. Man hat ja die Astronauten, die haben ja sehr viel gesehen, ne? Die Astronauten vor auf dem Mond, auf dem Flug dahin und zurück. Und die kriegten anschließend, gibt es jedenfalls starke Hinweise, eine Gehirnwäsche, wo man ihnen diese Sachen, die sie da gesehen haben, wieder ausgetrieben hat oder zumindest gesagt hat, darüber sollten sie doch besser nichts erzählen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass jetzt der Elon Musk, der will ja, was, 1 Million Leute bis 2050 auf den Mars bringen mit 1.000 Raketen pro Monat. Also da gibt es so ein schönes Projekt. Das wird sicher nicht so umgesetzt. Aber trotzdem, es werden massenhaft Leute in den Orbit fahren. Und die werden natürlich was sehen und denen wird man nicht allen eine Gehirnwäsche verpassen können danach. Sehen Sie? Ja. Man konstruiert ja jetzt schon ein Hotel. Die Hilton Hotelgesellschaft plant ein Hotel, glaube ich, mit 400 Betten, mit Fitnessstudio und da können Sie dann 3 Tage buchen. Ja. Ist natürlich teuer, wird dann, was weiß ich, 200.000 Euro die Nacht kosten oder sowas. Ja. Aber da werden massenhaft Leute in Orbit transportiert und die werden alle Dinge sehen. Ne? Und denen kann man nicht mehr das Gehirn waschen anschließen. Das heißt, wir brauchen Erklärungen dafür, was die dann da rumfliegen sehen. Und das ist genau das, was das Disclosure im Augenblick macht. Die sprechen nicht von ETs, ja, sondern die sprechen immer nur von Objekten. Ne? Also den Leuten wird jetzt nahegebracht, es fliegen unbekannte Objekte rum. Das darf jetzt jeder wissen. Ja, und das werden die Leute auch sehen, wenn sie da oben sind. Da fliegen unbekannte Objekte rum. Und das war's dann aber auch. Mehr kriegen wir nicht zu hören. Weil das ist genau das, womit die konfrontiert sein werden, mit den unbekannten Objekten. Ne? Da zeigt sich für mich dieses typische menschliche Verhalten. Wir möchten Menschen auf den Mars oder auf den Mond schießen, wir möchten Hotels bauen. Die Frage stellt sich, wem gehört der Mond? In ein paar hundert Jahren vielleicht wird es einen Krieg geben um den Mond. Im Moment Ja, natürlich. fliegen wir da hoch und wir bauen ein Hotel. Irgendjemand sagt, ich baue da ein Hotel. Ja. Ich vereinnahme das einfach für mich jetzt. Und irgendwann, wie gesagt, vielleicht in 200, 300 Jahren führen wir Krieg, weil es da oben Bodenschätze gibt und jeder will die natürlich haben. Dann kämpfen wir um den Mond. Und irgendwann am Ende wird einer sagen, so, jetzt gehört der mir. Das wird dich, Das ja, sehr dreist und sehr menschlich. wird mit Sicherheit so sein, nicht? Denn wenn die Chinesen holen ja jetzt gewaltig auf, ne, in der ganzen Raumfahrt, haben den ersten Satelliten auf der Mondrückseite gelandet, was eine enorme Leistung ist. Warum? Weil natürlich da keine Funkwelle hinkommt. Ja. Um da einen zu landen, der muss ja völlig autonom arbeiten. Ja. Der muss völlig autonom sein, der kann nicht gesteuert werden, ne, von der Erde aus. Also die Chinesen, ist absehbar, wann die vielleicht die USA sogar überholen werden. Und ja, die Russen, die haben es ja leider bis heute nicht geschafft, einen auf den Mond zu bringen. Aber vielleicht schaffen sie es in den nächsten 100 Jahren. Wir werden sehen. Ich finde das mit dem Mars Rover aktuell so spannend, was er vielleicht findet und was manchmal für Bilder kommen, die äußerst interessant sind. Ich erinnere mich da an das Gespräch mit Avi Loeb, das wir hatten vor einer Weile, und er sagt, dass das genau der richtige Ort ist, um nach interstellaren Objekten zu suchen, vielleicht die da aufgeschlagen sind, denn da
gibt es halt keine Verwitterung wie bei uns. Irgendwann bei uns geht das Zeug kaputt, wenn es liegt, was auf dem Mars oder auf dem Mond einschlägt. Das liegt entweder auf der Oberfläche, also an der Oberfläche, oder es ist eingegraben. Da muss man suchen, da muss man graben, sagt er. Da müssen wir gucken, ob wir interstellare Besucher und Objekte finden. Das ist spannend, finde ich auch sehr gut, die Idee. Gerade auf dem Mars gibt es ja schon viele Theorien, dieses berühmte Marsgesicht, ne, wurde ja, glaube ich, in den 70er Jahren von irgend so einem Viking-Sonde da entdeckt. Oder Marina, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Und da hat man erst gesagt, ach, wenn das Licht anders drauf fällt, dann ist das eine natürliche Formation. Und dann ist man später wieder drüber geflogen mit besser auflösenden Kameras. Und dann hat man doch gesehen, dass die Nase Nasenlöcher hat und dass die Augen Pupillen haben. Das fand ich ganz interessant. Also es spricht schon was dafür, dass dort eben tatsächlich so eine Art Kultregion war, dieser Caidonia-Komplex, besteht ja aus mehreren Pyramiden und die sind alle in geometrischer Anordnung. Also die Abstände, Größen stehen alle in bestimmten geometrischen Verhältnissen zueinander. Ja, da gibt es einen Sirisena, heißt der hat das mal untersucht. Und man hat in der Zwischenzeit auch viele andere Dinge gefunden, so Strukturen, die in den Untergrund führen, all das mögliche Zeugs. Also da gibt es die Stadt, auch die Inka-Stadt auf dem Mars oder auf dem Mond. Also man hat unendlich viele Strukturen schon gefunden, die darauf hinweisen, dass dort tatsächlich mal vor langer Zeit eine Zivilisation geherrscht hat, die sich eventuell sogar durch eine Atomgeschichte ausgelöscht haben, weil es gibt so Isotopenrückstände auf dem Marsboden, die nur entstehen nach einer Atomexplosion. Das hat der Herr Brandenburg, hat da ein Buch drüber geschrieben. Spannend. Wissen Sie, wie das Buch heißt? Wenn ich mich kurz abwenden darf, kann ich es aus dem Bücherregal holen. Sehr gerne, interessiert mich. Das ist erstmal eins von dem Hoagland. Warte mal, da heißt die Mars Connection. Der Hoagland, der hat diese ganze Caidonia-Region und diese geometrischen Sachen und all das untersucht. Und der Brandenburg. Also da brauche ich, glaube ich, ein bisschen Zeit für, aber kann ich Ihnen auf jeden Fall durchgeben. Im Moment finde ich es nicht. Aber der heißt jedenfalls Brandenburg, finden Sie auch sofort bei Amazon. Ja, dann blende ich das Ja. eventuell ein oder ich werde es verlinken dann unter der Folge. Interessiert mich. Ja. Ja, danke auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, äußerst spannend für mich, die Geschichte mit dem Rover und was er vielleicht noch findet. Wir bekommen ja interessante Bilder. Es gab diese angeblich, also diese, ja, nicht angeblich, es gab so eine Art Tür, die man da auf einem Bild entdecken konnte, die ganz spannend war, aber die in Wirklichkeit offenbar sehr klein ist. Bloß, ich glaube, bloß 30 Zentimeter oder so. Es schaut alles so spannend aus, noch andere interessante Strukturen auf dem Mars. Jetzt stellen Sie sich mal vor, man würde wirklich humanoide Überreste finden, irgendwie. Ich meine, das wird natürlich schwierig werden, ne, wenn das schon so lange her ist. Aber stellen Sie sich vor, oder man findet Strukturen, die wirklich eindeutig und nachweisen oder keinen Zweifel zulassen, dass da oben mal jemand gelebt hat. Was würde sich hier für uns ändern? Ne? Das wäre unglaublich. Naja, ich sag mal so, es wäre vergleichbar mit einer archäologischen Entdeckung auf der Erde, glaube ich. Ne? Also ich glaube nicht, dass das irgendeinen jetzt so groß anrührt. Es ist sicher eine tolle Geschichte. Für die Medien ist es eine super Meldung. Ne? Aber es wird keine unmittelbare Relevanz haben. Das ist so, wie wenn jetzt das Grab des Imhotep in Ägypten entdeckt wird oder irgendein neuer Frühmensch. Die werden ja auch ständig jetzt Menschen entdeckt, die dann wieder Millionen Jahre älter sind, als wir gedacht haben. Ich glaube, dass es auf der Ebene liegt. Ja. Ja, generell ist die Frage eben spannend, ob zukünftige Missionen zum Mond oder zum Mars, wie Sie es angesprochen hatten, gezielt ja, darauf ausgelegt werden könnten, unbekannte Flugobjekte zu identifizieren, ne? Zu detektieren und zu identifizieren. Das wird noch sehr spannend werden, das Ganze. Ja. Das ist denkbar. Die werden ja auch sozusagen nebenbei von den Kameras der Rover entdeckt, weil wenn man sich die Aufnahmen anguckt, da ist immer ein Teil vom Mars- oder Mondhimmel drauf. Ja, den sieht man ja. Und da gibt es welche, wo schon da was durchgeflogen ist. Also solche Aufnahmen gibt es schon. Nun gut, Ihr Buch heißt nun Pilotensichtungen, aber sind denn derartige Entdeckungen bei Ihnen im Buch auch mit drin? Also über Mars und Mond, was so geläufig ist, ist da mit drin. Ja, natürlich, klar. Auch gerade über dem Mond fängt es ja an mit den Astronautensichtungen von dem Neil Armstrong, ne, der dann
da eben nach der Landung gesagt hat, die sitzen gegenüber auf dem Krater und beobachten uns, diese berühmte Mitteilung, die er da 2 Minuten auf dem Medizinkanal. Die Astronauten haben ja mehrere Kommunikationskanäle. Der eine ist für die Öffentlichkeit und der andere ist für ihre Kommunikation mit der Familie. Ja, die wollen ja auch mal dann mit der Ehefrau sehr sagen, wie es ihnen da oben geht. Und das ist ja nicht öffentlicher Kanal. Und der ist eben für solche Kommunikation, also mit ihren Ärzten, Familienangehörigen und so weiter. Ne? Und dann, nachdem er da oben war, hat er eben umgeschaltet für 2 Minuten auf diesen anderen Kanal. Und Amateurfunker haben diesen Kanal abgehört, ne? Und haben eben da gehört, wie er gesagt hat, ja, die stehen da auf dem Rim vom Krater, 6 Objekte und beobachten uns. Ne? Das ist so ein Datum. Aber es gibt ja unendlich viele, also diese berühmte Musik von Apollo 10, diese auf der Mondrückseite, hören Sie dann praktisch aus Ihren Lautsprechern so eine spacige Musik, wo man bis heute nicht weiß, was sie ist. Jedenfalls kann sie nicht von der Erde kommen, weil ja die Wellen abgeschirmt sind auf der Mondrückseite. Ne? Und dann gibt es also unendlich viele Beobachtungen von Gebäuden, gerade auf der Mondrückseite auch, von Kuppeln, von Domen, von sehr hohen 3, 4, 10 Kilometer hohen Türmen, von glasartigen Strukturen. Also was da gebaut wurde, scheint aus irgendeinem glasartigen Material gewesen zu sein. Das taucht immer wieder auf Aufnahmen am Horizont sieht man dann so etwas wie so eine glasartige Struktur eben. Ne? Und die wirft, es gab auch Farbaufnahmen von einer Mission von der Iris Cam. Das war eine Farbkamera, die dann sozusagen Spektralfarben auf dem Mondboden zeigt, wo das Sonnenlicht durch diese Glasstrukturen auf den Mondboden trifft. Ne? Es gibt so einige Hinweise, dass, wie gesagt, diese Kuppelbauten und die Türme da gab. Ne? Ja, und der eine Herr, der war in einem Laboratorium, wo die Fotos ja auch entwickelt wurden. Oder ja, wo die Bilder entwickelt wurden, da kam ein Techniker, der wurde gerufen, weil, glaube ich, ein Drucker kaputt war. Und auf diese Weise ist er in dieses Fotolab reingekommen. Da war einer drin, der entwickelte gerade die Mondbilder. Und dann sagt er, ach, guck mal, was wir hier Interessantes haben. Und da hat er dann ein Bild gehabt, wo also auch irgendwelche Gebäudestrukturen drauf zu erkennen waren. Und eine andere Dame, die war angestellt bei der NASA, um die Mondbilder zu retuschieren, bevor sie veröffentlicht werden. Die musste also immer die UFOs rausretuschieren, wenn da was am Horizont zu sehen war, was da nicht hingehörte, musste die das eben beseitigen, nicht? Und der Hoagland selber ist ja wahrscheinlich der qualifizierteste Forscher der Mondbilder. Der hat mal einen Vortrag gehalten, oder es war, glaube ich, sogar eine Videovorführung. Und da hat man auch sowas gesehen. Und dann hat er den Film am nächsten Morgen nochmal einem anderen Publikum wollte er den vorspielen, da haben sie genau die Stelle rausgeschnitten. Die war plötzlich verschwunden. Die haben sie über Nacht dann beseitigt. Also da gibt es unzählig viele Hinweise, dass diese Fotos eben bearbeitet sind und auf diesen Mondfotos ja, eben sehr, sehr viel erfasst wurde. Ne? Das mit dieser spacigen Musik ist interessant. Stellt sich mir die Frage, hören Aliens denn eigentlich Musik? Das habe ich Erich von Däniken gefragt. Er hat gesagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Na, es gab die Theorie, es seien Interferenzen zwischen weil die ja Kopfhörer aufhaben, die über Funk kommunizieren, dass da irgendwelche Interferenzen gab. Das ist dann so die offizielle Theorie gewesen. Aber so richtig aufgeklärt ist es halt nicht. Ne? Ja, auch der Klang des Mondes selbst, das soll ja dann so eine Art Vibration gegeben haben, ne? Also wie als wäre er innen, als wär's so Genau. eine Metallhülle, ne? Und Ja, genau. die Wir haben ja Krater haben auch die. diesen Durchmesser, diesen speziellen Durchmesser, all diese Krater, ne? Ja. Die haben also die Aufstiegsmodule, die haben sie ja zurück auf den Mond katapultiert. Ne? Und dann haben sie ein seismisches Experiment gemacht, da waren ja Seismographen dann aufgestellt und die haben dann eben eine Stunde lang so ein Geräusch wie ein Gong, so haben sie das beschrieben, erzeugt. Ja, ja es Nehmen gibt Sie denn, unendlich. Entschuldigung, ja, bitte. Ja, Meine ich Frage höre. ist, nehmen Sie denn diese Informationen so ein bisschen ja, neutral auf?
Also ich bin da eher so, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es ja nicht, ich weiß nicht, ob das eine oder das andere richtig ist, natürlich, ne? Und ich weiß auch nicht, wie, ja, wie legit diese Quellen sind. Ich höre mir das gerne an und ich finde, vieles wird ja auch in den Bereich der Verschwörungstheorien geschoben, natürlich, das Ganze, das, von dem Sie jetzt gesprochen hatten. Und ja, oder sind Sie denn überzeugt davon, dass einiges davon wirklich stimmen könnte? Naja, wenn die Dame erzählt, dass sie das retuschiert hat, warum soll ich das nicht glauben? Also, es sind ja Fachleute gewesen, die da gearbeitet haben. Warum sollen die da ein Märchen erzählen? Das macht keinen Sinn. Also, es ist genauso eine, es ist ja wie eine Zeugenaussage bei Gericht, ne? Wenn jemand etwas erzählt, was von der Struktur seiner Aussage her glaubhaft ist, gibt ja Glaubhaftigkeitskriterien, dann ist es halt glaubhaft. Warum soll ich denen jetzt, bloß weil der Inhalt für uns seltsam ist, warum soll ich das nicht glauben? Besteht kein Anlass für. Die haben ja auch keinen finanziellen Vorteil oder diese Leute haben nichts damit verdient, wenn sie so eine Geschichte erzählt haben. Manche Menschen erzählen natürlich wahnsinnig, ja, verrückte, krasse Geschichten. Jetzt nicht nur im UFO-Bereich, sondern vielleicht auch aus dem alltäglichen Bereich. Es gibt Leute, die gerne Geschichten erzählen. Und Leute haben im Zweifel auch viel zu verlieren durch diese Geschichten. Beispiel jetzt Bob Lazar. Ihn hat das ja fast alles gekostet im Laufe seines Lebens. Sein Ruf, seine Jobs und vielleicht noch viel mehr. Viele Chancen im Leben sich vertan, aber die Geschichte hält er bis heute aufrecht. Man fragt sich, Mensch, dann sagt man zu sich selbst, der Mann muss die Wahrheit sagen, der kann ja gar nicht lügen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es Menschen gibt, die das alles in Kauf nehmen, weil sie eben vielleicht, ja, aus egoistischen oder narzisstischen Gründen oder warum auch immer, weil man weil man eben ein Mensch sein möchte, oder Mensch ist, der sich so profilieren muss, der vielleicht gar keine andere Wahl hat, weil sein Wesen eben so ist. Ich meine, ein Psychologe könnte das vielleicht erklären. Aber ja, es klingt verrückt, aber ich glaube wirklich, dass es Menschen gibt, die das tun, um gut da oder um sich damit irgendwie Namen zu machen, auch wenn sie das Natürlich. kostet. Familie, Freunde, alles, Job. Ich glaube, dass es das gibt, ne? Absolut, absolut. Ja. Nein, das wird es mit Sicherheit geben. Ich meine, wenn man jetzt die Theorie nur auf eine Person stützen würde, dann würdest du damit natürlich zusammenbrechen. Aber so ist es ja nicht. Es gibt ja nicht nur einen Bob Lazar, sondern es gibt ja unendlich viele Datenquellen. Insofern spielt es ehrlich gesagt überhaupt keine Rolle, was der Bob Lazar sagt. Ja, es hat für die Sache selber keinerlei Relevanz. Dass da die Objekte aufgestiegen sind am Mittwoch um 20 Uhr, da waren ja viele dabei. Da war der von dem, wie heißt er, der Milliardär, der die Skinwalker da finanziert hat. Ah, ja, fällt's auch gerade Die nicht waren ein. ja dabei, ne? Da waren ja viele Leute dabei, die das beobachtet haben. Also irgendwas scheint dort passiert zu sein, von dem der Lazar auch wusste. Ganz abwegig kann es auch wieder nicht sein, ne? Denn woher soll er das wissen, dass da am Mittwoch 20 Uhr die ihre Experimente machen dort, ne? Die sind ja in die Wüste gefahren, da wurden sie auch noch festgenommen, dummerweise von der Polizei und wurden da vernommen. Ich denke halbe halbe, ne? Dass die Hälfte wird da schon irgendwas dort mitbekommen haben und die andere Hälfte hat er vielleicht dazu fantasiert. Ist so eine Mixtur, das ist ja häufig so, dass Leute schon durchaus irgendwas wissen und die ganze Sache dann ausbauen. Ne? Das könnte ich mir bei ihm vorstellen. Um wieder ein bisschen die Kurve zu Ihrem Buch zu kriegen, wie ist das denn, befassen Sie sich damit, dass, wenn, ja, ich sag mal, wenn Piloten eben diese UFOs sichten, und oft sind es ja sehr nahe Begegnungen auch, kann man lesen, befassen Sie sich mit diesen psychologischen Auswirkungen auf Piloten, während so, oder die halt vielleicht während oder so nach so einer Sichtung auftreten? Es ist natürlich eine Stresssituation, kann ich mir vorstellen. Man hat mit etwas zu tun, das man noch nie gesehen hat, das, vor dem man im Zweifel dann auch vielleicht sehr große Angst hat. Und da gibt es mit Sicherheit psychologische Auswirkungen. Absolut. Ne? Die sind erstmal, die sagen ja, sie sind erschreckt und sagen immer, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist so eine Standardaussage, dass sie jetzt durch die Begegnung direkt danach traumatisiert sind. Ehrlich gesagt, weniger. Da habe ich jetzt keine Fälle, dass die dadurch durch so eine Sichtung da traumatisiert sind, das nicht. Ne? Aber sie sind halt erschreckt und ja, kann ja auch mal was passieren. Ne? Es gibt diese Fälle.
Die waren in dieser Studie, Condyne-Studie DIS 2000 von Engländern, ja, wo ja ausdrücklich drinsteht, vier Piloten sind bei der Verfolgung von UFOs ums Leben gekommen. Das war ja eine wissenschaftliche Studie gewesen, ne? Das ist hochoffiziell. Und da sind auch Fälle zitiert, glaube ich, 7 Stück, wo Piloten abgestürzt sind aus ungeklärter Ursache und UFOs in der Nähe waren. Also es gab dann, das ist jetzt kein psychisches Trauma, ne? Die waren tot anschließend, aber wo es solche direkten Zusammenhänge gibt. Nicht? Und ich habe auch jetzt in Südamerika wieder von einem Lotsen, der hat 20 Jahre in Ecuador auf dem Tower von Quito gearbeitet. Und der hat einige Fälle erzählt, die wirklich sehr eindrucksvoll waren, weil der Mann ist völlig neutral, das ist ein Fluglotse, ein reiner Techniker. Und der hat natürlich die Kommunikation mitgehört. Ein Beispiel, da sind, wie waren das? Also da gab es einmal so einen Überflug, die sind vom Süden von Guayaquil in Ecuador nach Quito geflogen und sollten einen Überflug veranstalten, also praktisch so eine Art Demo. Jetzt sind sie über Quito drüber gebraust, die drei sind wieder umgedreht zurück und die müssen die Frequenz ständig wechseln. Je nach Lotsenstation müssen sie umschalten auf eine andere Frequenz. Und dann haben die gesagt, ja, wir schalten jetzt um. Haben aber nicht umgeschaltet, sondern erst 10 Minuten später. Und dann wurde eine Sicherheitsuntersuchung eingeleitet, warum diese Piloten sich nicht bei Guayaquil wieder angemeldet haben für den Rückflug. Und bei dieser Untersuchung haben sie dann gesagt, ja, also das war so, wir haben ein UFO vor uns gehabt und unser Anführer hat drauf geschossen und das ist abgestürzt, das ist runter, zack, dann sind wir weitergeflogen. Das wollten sie natürlich jetzt nicht erzählen. Ne? Deshalb haben sie da gar nichts gemacht. Die haben sich da nicht angemeldet und erst danach wieder. Es waren also 10 Minuten ungefähr, die gefehlt haben. Die Geschichte geht noch weiter. 15 Jahre später hat ein Supervisor von den dortigen Air Traffic Control ein Angebot von einem Mann bekommen, der wollte 15, ich glaube, 1.500 Dollar für Teile eines abgestürzten Raumschiffs haben. Der hat mir auch dort vor Ort ein Foto von gezeigt. Das war so ein ungefähr, ich schätze mal, so 10 Zentimeter großes Teil, grünlich korrodiert, sah aus mit so einer Zeichnung drauf, wie eine Art von einem Steuerknüppel oder so. Was das jetzt war, weiß man nicht. Ne? Aber es war eine eigentümliche Übereinstimmung mit dem Ort, wo dieses Objekt abgestürzt war, was die Piloten gesagt haben und wo er das gefunden hat, das stimmte überein. Ja? Einen anderen Fall gab es, wo eben zwei auch zusammengestoßen sind, ne? Wo der Pilot sagt, er wollte das jetzt aufklären, hinterherfliegen. Und dann hat er auf dem Radar gesehen, wie diese beiden Punkte sich angenähert haben, verschmolzen sind, zack und war weg. Flugzeug war weg, UFO war weg. Und auch da ist jahrelang später ist dann, ist, also, das, nee, Entschuldigung, in dem Fall ist nichts gefunden worden. Da wurden keine Teile gefunden. Aber das ist auch so ein Fall, ne? UFO, Flugzeug, weg ist alles miteinander. Also, sie sind kollidiert, offenbar. Bin kollidiert, ja. Es gibt auch andere Fälle, wo der Pilot noch erzählt, er wird verschluckt. Also, es scheint UFOs zu geben, so ähnlich wie so Killersatelliten, die machen die Klappe auf und fangen den anderen ein. Und so wurde das auch beschrieben. Man hat gesehen, dass da was aufging und das Flugzeug einfach drin verschwand. Also es gibt zahlreiche solche Berichte. Ne? Das sind natürlich jetzt keine psychischen Traumata, die waren einfach weg. Was sehr häufig ist, natürlich viel häufiger, das sind physische Verletzungen. Also gerade aus Russland gibt es viele Berichte, wo die Piloten UFOs sehen. Und es ist so eine Spezialität in Russland. Die haben Scheinwerfer, die beleuchten dann die Erde ungefähr 30, 40, 50, 60, 70 Quadratkilometer oder nein, Entschuldigung, Kreise, Durchmesser, 30, 40 Kilometer, taghell beleuchtet. Und die schicken auch dünne Laserstrahlen in die Pilotenkanzel rein. Also es gab so einige Fälle, wo die Piloten dann Verbrennungen hatten. Einer wurde im Auge getroffen und hat dann Verbrennung des Augenhintergrundes gehabt. Also diese physischen Verletzungen, die sind sehr häufig, die kommen tatsächlich oft vor. Ja, Aus der Russland, das finde eine, ich spannend.
Ja, es wurden ja auch Piloten untersucht. Ich glaube, man hat die Air Force hat 100 Piloten untersuchen lassen, die UFO-Begegnungen hatten. Und da hat man eben eine Gehirnveränderung festgestellt, und zwar die sogenannte White Matter Disease, wo so weiße Gewebe oder was auch immer war, da eben im Gehirn eingelagert waren. Das war denen allen gemeinsam. Also diese Objekte scheinen eine direkte Auswirkung dann auch aufs Gehirn zu haben. Also, Das ist äußerst spannend, ja. Das ist äußerst spannend. Eine direkte Auswirkung auf das Gehirn. Da fällt mir wieder ein, dieses Phänomen, über das wir in der letzten Zeit hier im Podcast öfter mal gesprochen haben, dass das Phänomen selbst den Beobachter beeinflusst und ihm sozusagen vorgibt, was er zu sehen hat. Also das ist ja. nicht sein wahres, das Phänomen präsentiert nicht das wahre Gesicht, sondern es beeinflusst dich eben und ja, du siehst eben, was du sehen sollst. Genau. Also verschiedene Beobachter sehen auch was Verschiedenes dann. Genau, die Ja. stehen nicht weit voneinander entfernt, aber beobachten verschiedene Dinge. Das ist äußerst spannend. Und genau mit diesem Effekt, von dem Sie eben erzählt haben, mit diesen weißen Stellen. Sehr spannend, sehr spannend. Ja. Was es eben sich auch im Gehirn zeigt, finde ich so interessant. Also, dass es wirklich, dass physisch irgendwas tut. Ja. Physische Veränderung, absolut, ja. Ist es eine Verletzung? Entschuldigen bitte, ist es eine Verletzung? Also er beschreibt das eben als eine Veränderung, dass der ihre Denkvermögen oder Physiologie dadurch verändert ist. Davon habe ich nichts gelesen, aber er hat eben nur das rein, wie sagt der Mediziner, morphologisch oder so ähnlich, diese Veränderung festgestellt, diese Einlagerung dieser, so bei Alzheimer gibt es das ja auch, nicht? Da haben wir auch diese Einlagerung von diesen. Und ja, es gibt ja im Gehirn zwei Geschichten. Es gibt die weiße Glia, das ist der große Teil des Gehirns, ist weiß. Wenn Sie so ein Ding mal aufschneiden, ich habe mit dem Mediziner das uns mal angeguckt, da sehen Sie kleine braune Punkte drin. Und diese braunen Punkte, das sind sozusagen die Nuklei, da wird verarbeitet. Das Weiße ist sozusagen, das sind die Verbindungslinien nur, ne? Die graue Substanz, das sind ja ungefähr nur 3 mm auf der Gehirnoberfläche, wo sich unsere Intelligenz abspielt. Ne? Das andere Thalamus, Hypothalamus und die ganzen vielen Kerne, die es da gibt, das ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Das meiste ist diese weiße Masse. Die Frage ist, stellt sich mir, ob es etwas im Gehirn negativ oder positiv verändert oder beeinflusst oder ob es einfach nur da ist. Das wäre für mich interessant, ja, spannend. Es gibt natürlich auch den entgegengesetzten Fall, wenn wir von Krankheiten reden, müssen wir auch von Heilung reden, ne? Da haben wir auch einen interessanten Fall, den hat mir auch in Ecuador einer erzählt. Und zwar, die waren also abends auf ihrer Station gesessen und muss ich nachdenken, dass ich es richtig hinkriege. Einer von den beiden Controllern, der war krank und hat zu dem anderen gesagt, kannst du mich heute Abend vertreten? Hat er gesagt, okay, mache ich. Und die hatten dann irgendwie ein Objekt auf dem Schirm. Und der andere, der Kranke, der hat sich draußen aufgehalten. Und dann ging der eine, der also im Kontrollraum drin war, nach draußen und hat gesagt, hör mal, da habe ich was auf dem Schirm gehabt. Und der andere, der draußen war, der hat von dem Objekt der ist von diesem Objekt auch mit so einem blauen Lichtstrahl im Gesicht getroffen worden. Und der hatte Zuckerkrankheit. Der war aber von der Zuckerkrankheit danach geheilt. Also es gibt auch die Fälle, wo die sozusagen eine positive Auswirkung haben. Die gibt es auch. Es gibt auch Heilung nach UFO-Begegnungen. Ich frage mich, was es damit auf sich haben könnte. Gesetzt im Fall, dass es wirklich so passiert, dass Leute wirklich, wirklich geheilt werden. Ich habe mit dem amerikanischen Autor, Buchautor, slash Forscher Preston Dennett gesprochen. Er hat mir Dutzende dieser vermeintlichen Heilungsbegebenheiten im Zusammenhang mit UFOs erzählt. Also ganz viele, dass Leute davon von wirklich klitzekleinen Wehwehchen geheilt wurden, von Narben waren verschwunden. Schuppenflechte, derartige Dinge, das war danach nicht mehr da. Und ich spreche es nicht aus, aber schlimme Krankheiten auch angeblich, da muss man immer sehr vorsichtig sein, was man sagt. Und ich frage mich, ob deine Intention dahinter steckt. Gesetzt im Fall, ist es wirklich passiert, wie gesagt, ich weiß es ja nicht. Ist das ein interessanter Nebeneffekt so einer UFO-Begegnung? Oder ist das beabsichtigt? Wieso? Ich komme jetzt angeflogen mit so einem Gerät.
Selbst ich mit einem, ja, ich als Mensch auf einem anderen Planeten fliege und sehe da irgendwelche Lebewesen und ich fliege ja nicht rum und heile die einfach random. Ich frage mich, was hat es damit auf sich? Ist es beabsichtigt? Ist es ein Nebeneffekt? Und warum die dann auch mit unserem Körper so, warum das dann auch so passt, dass uns da irgendetwas trifft und die Möglichkeit haben, uns zu heilen? Ist es, weil sie uns dann von der, ja, physisch eben so ähnlich sind? Machen die das einfach? Oder ich meine, ist es reine Ja, Neugier? Warum es gibt tun die noch eine das? dritte Möglichkeit. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, und das ist die Selbstheilung. Also ob es jetzt beabsichtigt war oder nicht, das wissen wir sowieso nicht, ne? Weil die sagen ja nicht, hallo, ich melde mich an, ich heile dich jetzt. Das wissen wir eh nicht, ne? Aber es gibt ja auch die sogenannten Blitzheilungen, ne? Ich gehe bloß mal an Wallfahrtsorten, ist das ganz gut untersucht, ne? Es gibt tatsächlich Leute, die werden innerhalb von einem Tag, sind die von der schweren Krankheit befreit. Der Krebs ist weg. Ja, es gibt so Schamanenmethoden, Fleisch auflegen, ne, und am nächsten Tag war der Krebs im Bein weg. Ja. Also diese sogenannten Blitzheilungen, die gibt es, da brauchen wir kein UFO für. Ja. Also es kann auch sein, dass es sowas ist, dass durch das Erlebnis selbst irgendeine selbstorganisierende Sache in Gang gesetzt wird, die dann zu solchen Heilungen führt. Das wäre ein Modell. Ne? Ob es tatsächlich so ist, wissen wir natürlich nicht. Ne? Man kann einfach nur konstatieren, diese Fälle möglichst genau untersuchen und erstmal überhaupt konstatieren, dass es sowas gibt. Ne? Sehr spannend, sehr spannend. Gerade wenn man im Kopf hat, was Sie vorhin erzählt haben, mit dieser weißen Stelle dann, die sich im Gehirn bildet, das könnte natürlich definitiv eine der möglichen Erklärungen sein, ja. Sehr Ja, spannend. das hört sich mehr an, tatsächlich nach einer Einwirkung durch irgendeine, vielleicht Mikrowellenstrahlung oder was weiß ich. Das ist ja das häufigste eigentlich, ist die Mikrowellenstrahlung, ne, die dann zu Verbrennungen führt und ähnliches. Ne. Aber es betrifft ja eine Region im Gehirn, eine spezielle, oder habe ich das falsch verstanden? Da bin ich überfragt. Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Das ist der, wie heißt der Mann, der das macht? Das ist so ein Harvard-Professor. Da müsste man nochmal nachgucken. Ob es jetzt eine bestimmte Stelle ist, das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß nur, dass es diese Einlagerung gibt, diese White Matter Disease, wie Ja, gesagt. das können wir nachreichen. Ich glaube, auch Robert Fleisch hat dazu mal ein Video gemacht. Das können wir vielleicht mal hier dranhängen. Sehr spannend auf jeden Fall, das Ganze äußerst spannend. Weil Sie in Argentinien und Chile, generell Südamerika auch am Forschen sind. Ich glaube, da geht es um ein Buch, das irgendwann mal erscheinen soll. Ich finde, da kommen sehr interessante Fälle her. Fälle wie die, von denen Sie gerade geredet haben, positive, negative Begegnungen. Es kommen auch interessante Sachen daher. Mir fällt immer wieder dieser Varginha-Fall ein, aus dem Ort Varginha. Der ist Ihnen sicher bekannt. Ja, natürlich. Roswell-ähnlicher Absturz. Es sind Wesen in dieser Stadt umhergelaufen angeblich. Und dann wurden die von den Polizisten oder von zwei Polizisten eingefangen. Einer hat das Ding festgehalten und er verstarb dann ja auch. Und Genau. es hieß, die hatten so einen öligen Film auf der Haut und man hat und der hat sich dann, der ging gar nicht mehr abwaschen, so wirklich. Das war ganz, ganz komisch. Und er wurde schwer krank dadurch, dass er das Wesen angefasst hat und verstarb dann. Ne? Also es ist generell, es ist ein, ja, klingt eigentlich ein bisschen so wie so ein Science-Fiction-Krimi. Und so wird es auch immer dargestellt. Also ich frage mich, ob dieser Fall, ob da wirklich was dran ist, ob man da nachforschen kann, dass an diesem Fall auch wirklich jemand, dass sich damit wirklich jemand befasst hat, dass da wirklich das Militär involviert war, da geforscht hat und das wirklich, ob man irgendwie nachweisen kann, dass das wirklich passiert ist. Also alles, was man so lesen kann online oder sich in Videos angucken kann, das klingt zwar immer sehr spektakulär und man denkt, wow, da gab es diesen Fall, aber ja, es ist nichts Konkretes da über diesen Fall. Konnten Sie da dahingehend irgendwas feststellen? Beim besten Willen nicht. Nee, nee, nee. Da gibt es natürlich, da gibt es eben genau die Beschreibung, die Sie gerade gegeben haben. Die gibt es alle. Was dann passiert ist, dass die dir dann abtransportiert haben innerhalb von Brasilien, das von Luftwaffenstützpunkt. Von da sind die dann nach USA geflogen worden. Diese ganzen Abläufe, die äußeren Abläufe sind alle recht detailliert bekannt. Aber was da passiert ist, selber, die durften ja auch nichts erzählen. Die wurden ja geröntgt in so einem schwarzen Sack drin. Wurden die ins Hospital gebracht und das Militär daneben gestanden. Und die haben sämtliche Untersuchungsberichte, denke ich, haben die alle mitgenommen. Und die Ärzte sind zu Schweigen verdammt worden. Also der James Fox hat ja den Film drüber gemacht und hat da ja teilweise noch neue Zeugen sogar befragt.
Also am Schluss ist ja die Szene, wo er da in so eine Art Bauernhof reinfährt und wo der ihn gleich erschießen wollte, wenn er jetzt weitere dumme Fragen stellt, ja. Das fand ich recht eindrucksvoll, dass das Ganze noch so emotionsbeladen ist bis heute, dass die Zeugen da eben gar nichts von erzählen wollen. Ja, aber seitens der Kritiker bekommt man eben so viel um die Ohren geschmissen auch. Man denkt, hat er dann auch im Kopf, ja, diese Szene, von der sie eben sprachen mit der Waffe, dass er da bedroht wurde. Dann denkt man sich, ist es vielleicht inszeniert? Ich meine, es ist ein Film, ne? Er hat einen Film gedreht, denkt man sich, ja, das hat natürlich auch mit der kritischen Seite zu tun, dass die auch gute Argumente haben. Das muss man wirklich sagen. Das muss man ehrlich sagen. Man hat teilweise auch gute Argumente. Es sind nicht immer schlechte Argumente von Ja. der kritischen Seite her. Es ist halt wie bei sehr vielen Dingen. Man kann es glauben oder auch nicht. Aber es sind halt wie beim Fall Roswell auch. Es sind Zeugenaussagen da. Auch in diesem Fall sind Zeugenaussagen da. Glaubt man ihn, glaubt man nicht. Ich finde das sehr eindrucksvoll, was die drei jungen Damen da berichtet hatten, die diesem Wesen begegnet sind, das an der Mauer da kauerte. Genau, ja. Das fand ich sehr eindrucksvoll und man konnte den auch ansehen. Also ich glaube nicht, die sah nicht aus, als ob die da eine Geschichte erzählen. Wenn, dann waren es sehr gute Schauspielerinnen, ne? Die haben Ist da. ja auch unmittelbar nach dem Geschehen, ist das ja alles sofort publiziert worden. Ich kann mich noch erinnern, dass im Magazin 2000 war damals, direkt danach, war ein ausführlicher Bericht drüber drin, was da alles passiert ist, wo die hingebracht wurden und so. Also natürlich kann man alles anzweifeln. Ich kann jede Aussage anzweifeln. Ich kann immer sagen, das hat er erfunden. Ja, ist kein Kunststück, ne? Das sagt aber überhaupt nichts. Es sagt genauso wenig, wie wenn ich sage, es ist so, wie er es gesagt hat, ne? Also nicht der eine hat jetzt recht, weil er Skeptiker ist und es anzweifelt. Natürlich kann das anzweifeln, aber es hat auch nicht mehr Beweiswert, als wenn ich es nicht anzweifle, sondern dem glaube. Das hat den gleichen Beweiswert. Ne? Also wenn man, es geht ja letztendlich um Zeugenaussagen, die heißen ja auch so. Und Zeugenaussagen sind ja vor Gericht eine außerordentlich wichtige Angelegenheit. Ja? Da geht es ja um in den USA, ob jetzt einer auf einen elektrischen Stuhl kommt oder nicht, kann davon abhängen, ob der Zeuge die Wahrheit sagt. Ne? Und deshalb gibt es eine ausführliche Psychologie, nämlich die Aussagepsychologie, die beschäftigt sich mit nichts anderem, ob Aussagen wahr sind oder nicht wahr sind. Und dafür gibt es Kriterien. Es hängt übrigens nicht mit der Glaubhaftigkeit der Person zusammen. Also die ganze UFO-Literatur ist ja voll davon, dass ein Polizist glaubhafter ist als ein Bauer oder sowas, ne? Oder Offizielle glaubhafter sind als andere. Das ist Quatsch. Die erzählen genauso viel falsche Sachen wie andere. Es geht um die Qualität der Aussage, sie nicht der Aussagende, sondern die Aussage selbst. Das ist das, was man untersucht, ob sie glaubhaft ist oder nicht. Nicht die Person. Das klingt zuerst ein bisschen komisch, weil man denkt, wenn da so ein Halbbesoffener irgendwas erzählt, gut, dann ist er auch nach der Aussagepsychologie nur ein Geschenk glaubhaft. Aber insgesamt geht es um die Aussage selber. Ist sie detailliert? Ja? Ist sie in sich widerspruchsfrei? Wie hat sie sich entwickelt über die Zeit? Gibt an die 10 solche Kriterien und wenn man die anlegt, kann man ungefähr sagen, ist das, was der Zeuge sagt, jetzt glaubhaft oder nicht? Und das kann man bei vielen, sind sie nach diesen Kriterien absolut glaubhaft. Die reden detaillierte Sachen, die widerspruchsfrei sind, ne, wo sie selber keinen großen Vorteil von haben. Ne. Also wenn man das alles durchdekliniert, sozusagen die Aussagepsychologie, sind diese Aussagen in Ordnung. Und wenn jetzt der Skeptiker sagt, naja, der kann aber auch geschwindelt haben, dann befindet er sich eigentlich sogar in der schlechteren Position, weil da müsste man nämlich nachweisen, dass er tatsächlich geschwindelt hat. Es ist eine Frage, mit der ich mich in der Tat in der letzten Zeit ein bisschen mehr beschäftige. Wem glauben wir und warum schenken wir Leuten, wie jetzt die Geschehnisse in den USA, ich nehme es immer wieder zum Beispiel, David Grush, diese ganzen Militärs, jeder, der was sagt, wir tendieren dazu, oder die Mehrheit, nehme ich an, tendiert dazu, diesen Menschen zu glauben, denn sie sind von Rang und Namen. Und die Leute, die dir von einem UFO-Fall erzählen, hey, ich hatte eine Nahbegegnung, ich hatte dies, ich hatte das. Das wird alles so ins Lächerliche gezogen. Also viel, nicht wir alle, aber viele schenken diesen Aussagen nicht so viel Glauben. Das wird abgetan als Hirngespinst oder was weiß ich, warum der das erzählt. Diesen Bürgern wie du und ich sozusagen wird nicht so gerne geglaubt. Dafür macht man ein Riesending draus, wenn einer vom Militär auf die Bühne tritt und sagt, hey, ich habe das und das in die Hände bekommen und dies und das, obwohl diese Menschen ein viel größeres Interesse vielleicht daran hätten, die Leute zu veräppeln und auch vielleicht auf eine falsche Fährte zu führen. Die sagen dann, ja, wir haben dies und das und mehr haben wir nicht.
Na, und du glaubst es, Ja. weil du denkst, ja, das sind Militärs, die haben recht, da kommt dann diese Dokumente ran und der begibt sich da auch in Gefahr. Das alles könnte ein Schauspiel sein, denke ich Ja, dann. natürlich, klar. Es gibt ja auch die Desinformationskampagnen, wo das ja aber absichtlich eingesetzt wird, ne? Richard Doty war da sehr aktiv bis in die 80er Jahre rein. Ich glaube, in der letzten Zeit erzählt er schon mehr vernünftige Sachen, aber er räumt das ja auch ein. Es ist ja gar kein Geheimnis, dass er das alles gemacht hat. Ja, also wie gesagt, ich würde das einfach nach diesen Kriterien ansehen, ne? Was glaubhaft ist und was nicht. Ne? Leute haben natürlich, sagen wir mal, ein Geltungsbedürfnis und sowas. Das sind jetzt alles psychologische Faktoren, die dazukommen, wenn ein Einzelner etwas erzählt. Nicht, wenn die Omneck erzählt, ich kam von der Venus. Und tja, gut, das ist einfach eine Geschichte, die kann man sich ausdenken, die kann ihr keiner widerlegen. Wer will es widerlegen? Ne? Also ich kann eine Märchengeschichte erzählen und ein anderer kann auch nicht sagen, kann nicht sein. Ne? Kann alles sein. Ne? Ja. Schauen Sie sich doch diese ganzen High-Strangeness-Fälle an. Man nennt das diese High-Strangeness-Fälle, die so dermaßen skurril sind, dass man es sowieso fast nicht glaubt. Wenn man es eh schon nicht glaubt, aber das sagt man dann, also das, nee, bitte, ne? Also es gibt Fälle, die sind so verrückt, aber Leute berichten darüber. Und nicht wenige Leute berichten über derart skurrile Fälle. Und da denke ich mir, wenn es denn sowas gibt, ich habe es letztens erst zum Beispiel genommen, ist noch gar nicht lange her, in einer anderen Folge. Dieser Pascagoula-UFO-Fall. Und der Mann wurde ins Objekt gebracht und erzählt, dass nach einer längeren Geschichte, was da noch alles passiert ist, kam eine humanoide Außerirdische und hat so mit so einem extrem verlängerten Mittelfinger, Kelvin Parker war das, hat sie ihm in den Hals geschoben. Den habe ich mal interviewt, bevor er gestorben ist. Und hat ihm diesen extrem langen Mittelfinger in den Hals geschoben, bis es geblutet hat. Er hat dann gewürgt und kam Blut mit hoch, sagt er, und sie hat ihm dann den Finger eben wieder aus dem Mund herausgezogen und hat ihm das Gefühl vermittelt, dass alles gut ist und ihm passiert nichts. Man hört sowas und denkt sich, sitzt ein erwachsener Mann fast am Ende seines Lebens und erzählt dir so eine Geschichte. Und mit Ja. einer Überzeugung, und man fragt sich, wenn das wahr ist, wenn das vielleicht wirklich passiert ist, mit so einer Überzeugung, wie er das erzählt, dann kann es alles geben. Dann kann alles passieren, was. Naja, wissen Sie, man kann ja an anormale Dinge keinen normalen Maßstab anlegen. Das ist ja ein Widerspruch, in sich selber. Wenn etwas anormal ist, ist es anormal. Dann kann ich ja sagen, ist es nicht anormal, weil es nicht normal ist, ne? Weil ich es mir nicht vorstellen kann oder weil es mit meinen Vorstellungen nicht kollidiert. Das ist völlig irrelevant. Also wenn er das so erzählt, dann würde ich es erstmal so genauso nehmen, so wie es ist, ne? Es gibt ja genug parapsychologische Phänomene, die ähnlich bizarr sind. Na, da brauche ich ja gar keinen Außerirdischen für, ne? Brauche nur die Spukfälle. Es gibt gut dokumentierte Spukfälle. Die gibt es halt nun mal. Ne? Oder diese Figuren, die da das Protoplasma aus dem Mund ausscheiden. Ist ja sogar fotografiert worden, glaube vorletztes Jahrhundert schon. Es gibt die bizarrsten Dinge. Ne? Warum soll es nicht all das geben, auch wenn ETs daran beteiligt sind? Da sehe ich jetzt überhaupt keinen Grund, dass es deshalb unglaubhaft sein soll. Das sind halt Phänomene völlig anderer Art und die sind einfach so, ne? Warum sollen wir sagen, dass sie nicht so sind, weil wir sie nicht verstehen oder weil sie uns komisch vorkommen, ne? Die Idee steht ja auch im Raum, auch nicht erst seit heute, dass es sich bei diesen ganzen, ja, vermeintlichen Alien-UFO-Geschichten um ein multidimensionales oder interdimensionales Phänomen handeln Sowas könnte. auch, Dass ja. die gar nicht von einem anderen Planeten kommen, sondern dass es einen ganz anderen, skurrilen Ursprung hat. Was halten Sie davon? Absolut, halte ich das für möglich. Ne? Wenn wir einmal das Phänomen der Bilokation, ne? Kennen Sie vielleicht auch, wo Personen an zwei Orten gleichzeitig auftreten. Ja, was ist das? Ne? Das ist für mich genauso bizarr. Ne? Da wird eine Person an zwei Orten gleichzeitig gesehen. Ne? Padre Pio, gerade in Uruguay, schwer verehrt. Aber auch viele schamanische Fälle aus Afrika, wo diese Schamanen eben ihren Ätherkörper oder was auch immer an einen anderen Ort hinschicken können und der erscheint den dortigen als Realität. Der ist da gewesen. Ne? Also solche Fälle, die gibt es in der Parapsychologie zuhauf, da brauchen wir überhaupt keine ETs für. Ne? Wenn man das damit in Beziehung setzt, erscheint es auch weniger seltsam vielleicht. Ne? Sondern es ist eben, gibt diese anderen Dimensionen, zu denen kann man ja auch über verschiedenste Drogen schon sich ein bisschen annähern vielleicht oder mal einen kleinen Einblick gewinnen. Dass es das gibt, ne? Auch experimentelle Dinge. Ne? Ich wollte selber mal sowas machen mit dem
Freiburger Institut schon sehr lange her, weil die peruanischen Schamanen haben behauptet, sie können halt ihre Seelen in die Milchstraße schicken, aber sie können auch die Lottozahlen schon mal angucken, die in Zukunft kommen, oder sie können die Familienangehörigen in Miami besuchen und lauter solche Sachen. Und da dachte ich mir, das könnte man doch mal experimentell ausprobieren, indem man einfach jetzt ein paar Karten in Umschlag legt und den Schamanen dort vor Ort bittet, mal hinzugucken, ob er das beschreiben kann, was da drin ist. Ne? Also es sind Dinge, wenn man möchte, kann man sowas untersuchen. Das Problem ist nur immer, es möchte keiner. Ja. Man macht dann hier Laborexperimente, die sicher auch interessant sind. Ich finde viel interessanter, das zu machen mit Leuten, die behaupten, diese Fähigkeiten zu haben und dann zu gucken, stimmt es? Können sie das tatsächlich, was sie behaupten? Ich finde generell, die wissenschaftliche Gemeinschaft müsste bei der Untersuchung dieser ganzen Phänomene und des UFO-Phänomens eine viel größere Rolle spielen. Das ist natürlich schwierig, aber das wäre ja, das wär so eine Wunschvorstellung natürlich. Ja. Diese Manifestation, also dass die aus anderen Dimensionen kommen. Ja, man kann es, vielleicht kann man es mal filmen oder wie auch immer. Es ist ein Denkmodell einfach. Und warum soll es nicht so sein? Wenn wir es ausschließen, sind wir genauso schlau wie vorher, als wenn wir es einschließen. Ne? Wir können entweder beweisen was oder wir können es auf irgendeine Weise nachweisen oder nicht. Ne? Ja, das ist richtig. Ja, ein äußerst spannendes Thema und sehr facettenreich das Ganze. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich denke, wir machen an der Stelle mal Schluss. Und ich möchte die Leute auf jeden Fall nochmal an ihr Buch erinnern: Ja, Pilotsichtungen super. und UFO-Detektion im Cislunan-Raum, Teil 2, eine ja, überarbeitete, wie man lesen kann, und stark erweiterte Auflage. Stark erweiterte Auflage, ja. Um Ja, diese starker, weil es hat sich verdoppelt, kann man sagen. Ja, wollte ich Also gerade ich habe fragen. sehr, sehr, sehr viele Pilotensichtungen noch dazu. Sowohl gerade Südamerika sind alleine 40 Seiten. Und der zweite Schwerpunkt sind auch nochmal diese neueren Entwicklungen, was Sie gesagt haben mit dem Disclosure, weil das hängt ja auch zum großen Teil mit Piloten zusammen, die da aufgetreten sind. Und wie zukünftig Meldesysteme gestaltet sein sollen, ist ja auch ein großer Teil. Und am Schluss eben nochmal die ganzen Weltraumthemen. Das ist das, was eigentlich die Ergänzung ist zum ersten Auflage. Diese Meldesysteme und diese ganze Meldevorgang, das ist äußerst interessant. Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu was? Ja, es wurde ja Meldeformulare jetzt entwickelt und die Piloten, glaube ich, sogar auch verpflichtet. Ne? Es gibt ja mehrere Arten von Meldungen. Das eine sind die Freiwilligen und das andere sind die Zwangsweisen. Die Zwangsweisen sind in jedes Detail vorgeschrieben, was ein Pilot zu melden hat. Das liegt jetzt nicht in seinem eigenen Ermessen. Wenn zum Beispiel, was weiß ich, in dem Flugzeug öffnet sich eine Klappe und ein Koffer fällt raus oder Ölgeruch in der Kammer oder Druckabfall in der Kabine oder irgendwelche Triebwerksausfälle, alles was technisch muss er melden, ob er will oder nicht. Ne? Und da gibt es die freiwilligen Meldungen, das sind solche, wo der Pilot meint, es hätte eine Gefahr für die Flugsicherung bestanden. Ja? Das ist aber seine subjektive Einschätzung jetzt. Ne? Wenn der eine schätzt es so ein, der eine sagt, da ist ein UFO vorbeigeflogen, hallo. Interessiert mich nicht, habe ich wieder vergessen, war eine komische Sache. Und der Nächste sagt, es war jetzt eine Gefährdung und das melde ich. Ne? Und das ist, soweit ich das von USA weiß, eben jetzt ein bisschen verändert worden. Ne? Dass es eben jetzt melden müssen, solche Vorgänge. Was uns überhaupt nicht weiterhilft, weil all das wieder geheim ist. All diese Geschichten bekommen wir wieder keinen Eindruck. Das heißt, dieses scheinbare Disclosure kanalisiert Informationen wieder in die Geheimhaltung von der Öffentlichkeit weg. Und deshalb wird es der Allgemeinheit ehrlich gesagt überhaupt nichts bringen. Im Gegenteil, die Sachen, die früher dem Stephen Greer erzählt wurden, die werden jetzt der entsprechenden AARO gemeldet. Und damit sind sie weg. Damit sind sie im schwarzen Loch verschwunden. Das heißt, dieses Disclosure ist, das hatte ich am Anfang schon gesagt, vermutlich ein Anti-Disclosure, wo man den Eindruck erwecken will, dass etwas eröffnet wird. In Wirklichkeit wird die Information noch besser kontrolliert. Ich glaube, das ist der Endzweck davon. Ja, das kann man sich gut vorstellen, haben Sie recht. Ist Ihnen denn bekannt, dass Piloten teilweise auch solche Sichtungen nicht
melden bei den Vorgesetzten, sondern sich vielleicht dann anonym an andere Stellen wenden, vielleicht eben aus dem Grund, weil sie vermuten, dass das abgetan oder wird oder verschwindet oder. Minimal, also ganz minimal, glaube ich, ne? Also die MOVE on CS hat ja dieses NACAP-Portal, hat ja auf Deutsch übersetzt auch, und soweit ich weiß, hat sich da seit mehreren Jahren ein einziger Pilot mal gemeldet. Also es ist äußerst wenig, dass einer freiwillig jetzt eine UFO-Meldung an so ein Portal macht. Ich hatte hier mich mal an das Luftfahrtbundesamt gewandt mit der Absicht, Einblick in die Meldungen zu bekommen. Auch die sind natürlich wieder geheim. Die können sie nicht einsehen. Ne? Aber man kann einen Antrag stellen zu Forschungszwecken, möchte man gerne die Meldung einsehen. Das geht. Ne? Das wurde natürlich abgelehnt, weil man keine Einrichtung ist, die auf die Flugsicherheitsforschung spezialisiert ist. Nur solche Einrichtungen und auch die Flugzeughersteller, die Interesse an solchen Sicherheitsfragen haben, die bekommen Einblick in die Meldungen. Also man kommt da nicht rein. Man müsste jetzt jemanden Universitätsprofessor haben in einer Luftsicherheit, die sich mit der was weiß ich, in irgendeiner Abteilung der Universität befindet, die da misst. Und der könnte diese Sachen anfordern. Und dann könnte man die natürlich daraufhin analysieren. Es gibt in Kanada allerdings, da gibt es ein Meldesystem, das heißt CADORS, und das veröffentlicht sofort nach Meldung den Originaltext. Also die bearbeiten ihn auch nicht, sondern da kann man jeden Tag nachlesen, was die Piloten gemeldet haben. Und das sind manchmal so harmlose Dinge. Wir sahen eine grüne Wolke oder irgendwas, was ihnen aufgefallen ist. Das kann man da finden. Oh, interessant. Ist das eine Art App oder wie funktioniert das? Das können Sie, brauchen Sie bloß CADORS eingeben im Internet, finden Sie sofort. Das heißt Canadian, irgendeine Abkürzung für was. Das habe ich alles im Buch hier aufgeführt. Also alle diese Meldesachen, das ist eigentlich so ein kleines Spezialgebiet von mir, was wo wie gemeldet wird. Das findet man alles hier drin. Ne? Mhm. Na dann, Leute, holt euch das Buch. Link in Ja. der Beschreibung. Beim Menschen-Mehl Verlag gibt es das. Gibt sehr viele Anregungen, was man selber tun kann. Auch zum Beispiel die ganzen Bilder der Lunar Reconnaissance Orbiter, alles was Mondfotografien angeht, das habe ich mir genauer angeguckt, die sind öffentlich zugänglich, das sind keine Geheimnisse. Also einerseits wird viel geheim gehalten, aber andererseits ist auch sehr viel, wenn man sehr fleißig ist, kann man auch selber nachfinden. Es ist außerordentlich zeitaufwendig, aber es geht. Ne? Die Dinge sind zugänglich. Ne? Auch die von den Sonnenobservatorien, von dem SOHO, die ja auch immer wieder Objekte in Sonnennähe entdecken. Auch diese Sachen werden, glaube ich, im Abstand von 10 Minuten veröffentlicht. Also wer sich dafür interessiert, kann sich davor setzen und das angucken. Ne? Es gab ja einen Amerikaner, der hat nichts anderes zu tun gehabt, als sich 9 Jahre lang das NASA-TV anzugucken. Ne? In Live-Cams. Und der hat ja auch einen Film darüber produziert, ein Video. Und da hat er festgestellt, wenn da interessante Sachen aufgekommen sind, dann wurde das entweder verpixelt, ja, das wurde also praktisch immer unschärfer, oder sie haben es einfach abgebrochen. Aber der war schwer behindert, saß im Rollstuhl, konnte nichts anderes machen, hat Fernsehen geguckt, ne, und hat sich dieses NASA-TV an, hat da sehr viele eben interessante Videos auch gefunden, was die von den STS, von den Space Transport System, von den Space Shuttles, was die alle aufgenommen haben, weil diese Kameras, die fotografieren nicht durch eine Scheibe durch. Problem der Astronauten ist, die fotografieren immer durch eine Glasscheibe durch, ne, mit allen möglichen Fehlerquellen. Aber diese Kameras sind direkt in den Weltraum gerichtet, wenn diese Ladeluke geöffnet ist. Und die haben sehr interessante Sachen aufgezeichnet. Genau, und die hat er da sozusagen alle mal gesammelt. Man muss sich mal vorstellen, wie viele Stunden dieser Mann vor dem Bildschirm verbracht hat, um das Ganze auszuwerten. Das ist ja ich glaube, da musst du ein kleines bisschen Autist sein, um das zu machen. Ja, es gibt unglaubliche Sachen, gerade diese Aufnahmen, also die deuten ja auch darauf hin, dass es Objekte gibt, die völlig anderer Art sind, als wir uns das vorstellen, sondern die mehr Charakteristiken von Lebewesen haben. Also die bewegen sich, die jagen sich gegenseitig, die flitzen zum Beispiel zu Gewitter hin, die laden sich irgendwie mit Elektrizität auf. Da gibt es Aufnahmen, wo man die so auf so, von oben sieht man ja so Lichterscheinungen durch die Wolkendecke durch, wenn ein Gewitter ist. Da sieht man da, wo diese Gewitterentladungen sind, da flitzen die mit hoher Geschwindigkeit hin. Was sie dort machen, weiß man nicht, aber muss irgendwas mit Elektrizität zu tun haben. Ne? Sehr spannendes Thema. Ich weiß, ich wollte eigentlich schon aufhören, aber was mich auch sehr interessiert, ist der UFO-Antrieb und die Art und Weise, wie sich diese Objekte teilweise bewegen. Das ist faszinierend, wie der Richtungswechsel und die Geschwindigkeiten.
Und in Verbindung damit habe ich gelesen über diesen Biefeld-Brown-Effekt. Ist Ihnen das schon mal zu Ohren gekommen? Ja gut, das ist so der einfachste, ja. Das sind zwei Kupferplatten positiv, negativ und von positiv zu negativ gibt es einen Levitationseffekt, ja. Ja. Das ist seit den 20er Jahren bekannt, dieser Ein Schub Biefeld-Brown. auch. Es entsteht so ein Schub, so ein unsichtbarer Luftschub, könnte man Genau. sagen. Da gibt es im Internet auch schöne Dinger, wo so ein Ding dann kreiselt, ja. Da sind so zwei Platten und dann bewegt sich das halt. Also das ist so ein einfaches Beispiel. Die, sagen wir mal, die Energiemengen, die man braucht, um damit jetzt ein UFO hochzuheben oder gar zu navigieren, ich weiß es nicht. Also kann mir, ist ehrlich gesagt schwer vorstellbar. Ne? Aber das ist ein Thema, das müssen Physiker bearbeiten. Also da können wir nur banales Zeug zu sagen. Ich versuche meine Tochter immer für zu begeistern, die studiert gerade Physik, aber noch hat sie nicht richtig gezündet. Ja. Das kommt vielleicht noch. Das wäre ganz gut. Wir brauchen Ersatz Okay. für den Herrn Ludwiger auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja. Na gut, dann belassen wir es dabei. Es war äußerst interessant und spannend. Vielen Dank dafür. Ja, ich danke auch. Sehr gerne. Bleiben Sie bitte noch 2 Minuten bei mir, okay? Ja, klar.